Willkommen beim Tutorial für die Rinderrouladen. Die Zutaten: Rinderrouladen, Brühe, Zwiebeln, Gewürzgurken und Frühstücksspeck, Schinkenwürfel oder Schinkenspeck, etwas Öl, Mehl, saure Sahne, Senf, Lorbeerblätter, Thymian und Salz und Pfeffer. Hui. Als erstes breitet ihr auf einer Arbeitsfläche eure Rinderrouladen aus. Meine Katze trachtet den Rouladen nach dem Leben. Kriegst du nicht. Die vierte Roulade werde ich auch noch ausrollen. Die passt nur hier nicht mehr auf den Rest von der Arbeitsfläche und wir wollen hier sauber arbeiten. Deswegen werdet ihr jetzt, glaube ich, die Rouladen erstmal salzen und pfeffern. Und anschließend, das sage ich auch schon mal, mit Senf bestreichen. Legt jetzt den Schinken, also den Frühstücksspeck, so auf die Roulade drauf. Nehmen wir mal ein bisschen mehr, weil er kurz ist. Und dann ins untere Drittel jeweils, ne, vielleicht fangen wir so an. Dann den Thymian, der darf noch überall hin. Ja. Und dann ins untere Drittel ein paar von den Gurkenscheiben. Und ein bisschen Zwiebel. Und dann rollt ihr das Ganze auch schon auf, indem ihr das, was ihr gerade hier unten gefüllt habt, an den Anfang überschlagt. Und die Füllung im Inneren fest jetzt so nach oben hin aufrollt. Seht ihr es nicht mehr? Ich hol's rein. Und die fertig gerollte Roulade piekt ihr dann noch mit so einem Rouladenstift fest. Nein, rausfallen soll nichts. Ungefähr so. Und so sehen die vier fertig gerollten Rouladen dann aus. Natürlich musste ich etwas vergessen und ich muss es jetzt noch reintun und die Roulade wenigstens ein bisschen wieder aufrollen. Denn an den Anfang, ich mache es jetzt hier hin, kommen auch noch Schinken bzw. Speckwürfelchen. Die wickele ich jetzt einfach gleich wieder mit rein. So, fast genau wie vorher. Und keiner hat es gesehen. Jetzt aber fertig.
Gebt nun euer Öl in eine Pfanne und erhitzt es stark auf dem Herd. Anschließend gebt ihr eure Rouladen ins Öl und bratet sie scharf darin an. Sobald die Rouladen schön dunkelbraun geworden sind und eine knusprige Hülle haben, gießt ihr sie in der Pfanne mit der Brühe auf. Deckt die Pfanne anschließend ab und lasst die Rouladen in der Brühe auf dem Herd bei mittlerer Stufe mindestens eine Stunde und 20 Minuten lang schmoren. So, nach der Schmorzeit nehmen wir erstmal die Lorbeerblätter aus der Soße, die ich mit der Brühe dann doch noch hineingegeben habe, was ich aber nicht unbedingt im Video gezeigt habe. Aber ich hoffe, ihr habt es gemacht, denn es steht ja im Beschreibungstext. So, Lorbeerblättchen also raus. Außerdem auch raus die Rouladen. Die kommen jetzt mal hier zur Seite auf einen Teller. Und am besten haltet ihr die Rouladen warm. Aber es dauert nicht lange, also dürfte auch so gehen. Nur im Idealfall. So. Zack, ihr kommt kurz weg. Und in die übrige Brühe-Soße gebt ihr jetzt ein Gemisch aus Wasser und Mehl, was ich jetzt eben kurz anrühre. Also das sind so ungefähr 100-150 ml Wasser, in die ich das Mehl eben möglichst klümpchenfrei anrühre. Und das Ganze kommt dann, wenn fertig, in die Soße, um diese zu binden. Außerdem ebenfalls in die Pfanne kommt so ein Klacks saure Sahne. So mal das ein bisschen weniger, das kann man dann nach Belieben aufstocken. Und für die Klümpchen gleich raus. Ebenso Salz und Pfeffer zum Würzen der Soße. Also alles einmal nochmal schön glatt rühren und dann bei mittlerer Stufe auf dem Herd einmal aufkochen, damit das Mehl in der Soße seine Arbeit machen kann und die Soße schön einwickelt. So, hier habe ich schon eine angeschnittene Roulade und eine ganze Roulade, beide natürlich von ihrem Spießchen befreit. Und über diese gebe ich jetzt einfach von der leicht eingedickten Soße. Könnt ihr natürlich nach Belieben machen, so viel Soße, wie ihr möchtet. Ich mache das jetzt nur für das Foto fertig. So, und das ist es jetzt auch. Ich hoffe, ihr habt Freude beim Nachkochen und einen guten Appetit mit euren Rouladen.